Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um ein bekanntes BMW-Problem und zwar das Thema Steuerges für die Beleuchtung. Dieses Problem äußert sich auf verschiedene Arten. Bei manchen Fahrzeugen hören bestimmte Komponenten auf zu funktionieren, wie Fensterheber, Blinker. Bei anderen Fahrzeugen haben wir das Problem, dass einfach eine Komponente nicht mehr arbeitet. Das heißt, wie zum Beispiel ein Tagfahrlicht oder eine Kennzeichenbeleuchtung oder irgendeine Rückleuchte. Hier haben wir einen Fall, dass bei diesem Fahrzeug alles funktioniert, so wie es funktionieren sollte, nur wir haben eine Fehlermeldung. Das heißt, dieses Fahrzeug besteht keinen TÜV. Und bei allen drei Problemen haben wir die eine Lösung. Und zwar, dass wir die Software bei dem Steuergerät für die Beleuchtung, wir müssen die Software modifizieren. Denn in diesen ganzen Fällen ist überall die gleiche Problematik. Die Software, die hier in dem Steuergerät sich befindet, die hat ein Softwareproblem. Dieses Softwareproblem äußert sich erst dann, wenn zum Beispiel das Steuergerät resettet wird. Das heißt, resettet dadurch, dass zum Beispiel die Batterie abgeklemmt wird oder bei dem Fahrzeug eine Diagnose gemacht wird. Dann merkt man, dass bestimmte Funktionen nicht mehr so funktionieren, wie die funktioniert haben, so wie in diesem Fall. Die Lösung für alle drei Fälle ist, das Steuergerät auszutauschen. Das Austauschen dieses Steuergeräts ist natürlich erstens sehr kostspielig, doch nicht die Kosten sind das einzige Problem. Ein weiteres Problem ist einfach, dass das Problem wiederkommt. Das heißt, ihr habt die immer wieder defekte Software und irgendwann kommt das Problem wieder. Wir haben lange nach verschiedenen Lösungen gesucht, denn es gibt zum Beispiel auch die Lösung, einfach das Steuergerät mit der fehlerhaften Software wiederherzustellen und dann wartet man einfach, bis das Steuergerät wieder kaputt geht. Deswegen haben wir nach einer Lösung gesucht und gefunden, dass wir das Steuergerät mit einer modifizierten Software bespielen, damit dieses Problem einfach nicht mehr auftritt. Das heißt, wäre das Problem, dass bestimmte Komponenten aufhören zu funktionieren oder zum Beispiel wie in diesem Fall, dass alles funktioniert, aber wir haben lauter Fehlermeldungen oder dass Fensterheber, Blinker oder andere Komponenten der Beleuchtung komplett ausfallen. Und die Funktion des Ganzen ist, oder der Ablauf ist einfach, ihr baut das Steuergerät aus und schickt uns das Steuergerät zu. Am selben Tag, wenn wir das Steuergerät erhalten, schicken wir euch das Steuergerät wieder an euch zurück. Ihr baut das ein, alles funktioniert. Ihr müsst keine Fehler löschen, ihr müsst nichts anlernen, ihr müsst nichts machen, alles läuft automatisch. Bei einigen Fällen haben wir auch die Möglichkeit, aus der Ferne zu helfen. Das heißt, wir schicken euch ein Kabel. Ihr braucht einen normalen Laptop mit Internet und Windows und wir können auf das Fahrzeug zugreifen und bestimmte Programmierungen durchführen, Updates durchführen oder gebrauchte Steuergeräte programmieren. In sehr seltenen Fällen geht dieses Steuergerät mechanisch kaputt, wenn es zum Beispiel falsch überbrückt wurde oder wenn da zum Beispiel Wasser reingelaufen ist. Auch für diese Fälle haben wir eine Möglichkeit, dass wir ein Steuergerät für euch kaufen, entweder ein gebrauchtes oder ein neues, und dieses Steuergerät für euer Fahrzeug programmieren. Doch wo ist der Sinn des Ganzen? Warum nicht gleich bei BMW programmieren oder sozusagen einbauen lassen? BMW hat leider das Problem, dass BMW nicht nur ein Steuergerät programmieren kann, wie zum Beispiel das Steuergerät für die Beleuchtung, sondern BMW muss leider das gesamte Fahrzeug programmieren. Diese Fahrzeuge sind meistens 15 Jahre alt und genauso alt sind die Steuergeräte. Deswegen jedes Mal, wenn ein Steuergerät programmiert wird, hat man immer die Gefahr, dass das kaputt geht. So ein ABS-Block kostet 2.500 Euro, das Motorsteuer kostet 1,5. Das sind sehr hohe Kosten, für die keiner haftet. Das heißt, ihr wollt nur das Steuergerät für die Beleuchtung programmieren und schießt dabei vielleicht das Motorsteuergerät ab, dann habt ihr noch mehr Kosten. Um das zu vermeiden, haben wir die Möglichkeit, nur dieses eine Steuergerät zu programmieren und euch zuzuschicken und alles ist fertig und ohne große Probleme. Wenn ihr an sowas Interesse habt, Probleme mit der ganzen Thematik, kontaktiert uns am besten per E-Mail oder am Telefon. Abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr auch die anderen Probleme und Krankheiten dieser Baureihe oder anderer Baureihen nicht verpasst. Und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank. So, hier können wir zum Beispiel bei dem Mini sehen, wo das Steuergerät verbaut ist. Das heißt, wir müssen diese Abdeckung hier abnehmen. Die ist einfach nur reingeklipst. Hier kann man das zum Beispiel sehen. Und dann hat man hier gleich das Steuergerät. Hier haben wir den einen Stecker. Und von der anderen Seite haben wir noch zwei weitere Stecker. Die muss man abtrennen. Dann haben wir hier einen eine 10er Mutter und da oben haben wir eine 10er Mutter. Das war's. Dann kann man das Steuergerät ausbauen und uns zuschicken. So, bei uns im Büro haben wir die Möglichkeit, die Steuergeräte zu testen.
Hier sieht man zum Beispiel ein Steuergerät für die Beleuchtung. Das ist hier angeschlossen. Wir haben die Möglichkeit, dieses Steuergerät über den BMW-Tester zu programmieren. Hier liegt er. Das heißt, wir können das Steuergerät mit dem aktuellsten Softwarestand bespielen. Das heißt, und mit dem modifizierten Softwarestand. Dann können wir das Steuergerät hier vor Ort auch die einzelnen Funktionen der Beleuchtung testen. Das heißt, wir haben dafür einen speziellen Kabelbaum. Hier sieht man zum Beispiel das Tacho. Wir können Zündung anmachen, Zündung ausmachen. Wir können schauen, welche Fehler wir da noch haben. Und so können wir sicherstellen, dass das alles genau so funktioniert, wie es funktionieren soll, damit es einfach keine Experimente gibt. Solche Kabelbäume, wie die wir zum Beispiel hier haben, haben wir natürlich auch mehrere für verschiedene andere Modelle und Fahrzeuge, damit wir das, was wir euch zuschicken, auch sicher sind, dass alles funktioniert.